Alles hängt mit allem zusammen. Dinge, die in räumlicher Nachbarschaft sind, hängen stärker zusammen. Diesen Satz, diese Aussage von Tobler haben wir schon kennengelernt. Wenn wir jetzt mal uns irgendeine geografische Fragestellung überlegen und diesen Satz ernst nehmen, dann müssten wir, weil alles mit allem zusammenhängt, eigentlich immer die ganze Welt betrachten. Das ist komplex. Und so einen komplexen Raum wie die ganze Welt, den können wir fast nur mit Modellen bearbeiten, die sehr generalisiert sind. Wenn wir in Details hineinblicken wollen, wenn wir einzelne Faktoren, einzelne Phänomene im Raum analysieren wollen, dann ist der Beobachtungsraum, die ganze Welt, in der Regel zu groß. Wir müssen also einen Raumausschnitt definieren, den wir genauer betrachten, um genau diese Komplexität in unserer Betrachtung zu reduzieren. Und was es dafür für eine Strategie gibt, das schauen wir uns jetzt im Folgenden einmal an. Nicht nur in der Forschung, sondern auch im Schulunterricht stehen wir vor dem Problem, ein komplexes räumliches Phänomen zugänglich zu machen, die Komplexität zu reduzieren, ohne dass wir dadurch den Sachverhalt verfälschen. Die Fachdidaktik hat dafür Basiskonzepte entwickelt, die je nach Autorin oder Autor etwas unterschiedlich definiert werden, in denen wir aber Gemeinsamkeiten finden. Die Bildungsstandards der Deutschen Gesellschaft für Geografie, die fokussieren sehr stark auf den Systembegriff. Sie beschreiben Strukturen und Funktionen als wichtige Elemente und aus der Kombination von Struktur und Funktion ergeben sich dann auch Prozesse. In anderen Ländern, zum Beispiel im australischen Curriculum, finden wir Place, Space und Scale, also den Ort, den Raum und den Maßstab. Das finden wir auch hier in einer Veröffentlichung von Taylor, zumindest Ort und Raum. Und hier kommt dann noch die Zeit als wichtiger Faktor dazu. Im britischen Curriculum ist es wieder Ort, Raum und Maßstab. Und bei Holloway finden wir sowohl den Raum als auch den Ort, den Maßstab und die Zeit. Und das ist bei Uhlenwinkel hier oben ähnlich. Und auch bei Lambert finden wir wieder Ort, Raum und Maßstab. Der Raum, der Ort, der Maßstab und gegebenenfalls die zeitliche Änderung eines Systems, die scheinen Schlüssel zu sein bei der Analyse von räumlichen Phänomenen und die wollen wir für den Zugang zu Räumen und für die Komplexitätsreduktion jetzt benutzen. Als Beispiel wählen wir den Brandrodungswanderfeldbau und wir beschränken uns auf das Konzept Ort, auf das Konzept Raum und auf das Konzept des Maßstabs. Brandrodungswanderfeldbau, das kennen Sie schon aus der Schule oder aus einer vorangegangenen Veranstaltung. Schauen wir uns einen Ort an, hier dargestellt durch zwei Häuser. Dann ist Brandrodungswanderfeldbau ja dadurch gekennzeichnet, dass diese Orte in einem tropischen Waldgebiet liegen, hier mal durch diese grünen Farben der Wald dargestellt, und dass in regelmäßigen Abständen in diesem Wald Rodungsflächen angelegt werden und auf diesen Rodungsflächen dann Landwirtschaft betrieben wird. Nach einer Zeit, das liegt an den kurzgeschlossenen Nährstoffkreisläufen, nimmt der Ertrag auf diesem Feld ab und es wird irgendwo anders ein neues Feld gerodet und dann wird hier Ackerbau betrieben. Das aufgelassene Feld, da finden langsam Sukzessionsprozesse statt. Es bildet sich also hier langsam wieder neuer Wald. Und nach einer Zeit passiert auch mit dem zweiten Feld das, was mit dem ersten passiert ist. Der Ertrag geht zurück. Es wird zum Beispiel hier ein neues Waldstück gerodet und Ackerbau betrieben und dieses Feldstück geht langsam in die Sukzession. Das, was ich Ihnen jetzt gerade hier erklärt habe, das, was ich gerade getan habe, war modellieren. Ich habe einen Raumausschnitt definiert und um das mal explizit zu machen, zeichne ich diesen Raumausschnitt hier auch mal ein. Dieser Raum, der hat in dieser Zeichnung auch einen ganz bestimmten Maßstab, der ihm zugeordnet ist. Der Maßstab ist nämlich so gewählt, dass ich die Orte dieser Siedlung und die Orte dieser Felder und den Ort des Waldes innerhalb meines Raumausschnitts
unter dem gegebenen Maßstab explizit betrachten kann. Und bei meiner Erklärung, da habe ich zum Beispiel gesagt, wir sind in den Tropen, wir haben kurz geschlossene Nährstoffkreisläufe und das hat am Ende dieses Modell des Brandrodungswanderfeldbaus ergeben. Das hier, was ich hier an den Rand geschrieben habe, nennt man in der Modellierung Randbedingung. Das definiert mir einen Raum. Dieses Modell würde so nicht irgendwo am Nordpol funktionieren, sondern ich muss in einem tropischen Regenwald sein. Wenn mich jetzt nicht das Gesamtkonzept Brandrodungswanderfeldbau auf dieser Betrachtungsskala interessiert, sondern ich zum Beispiel auf dieses Feld hier fokussieren möchte, auf dem gerade die Sukzession stattfindet, dann definiere ich mir einen neuen Raumausschnitt. Den wähle ich so, dass er gerade so groß ist, dass in einem großen Maßstab dieses Feld hier reinpasst. Ich betrachte also nur den Ausschnitt dieses Feldes. Auf diesem Feld findet schon ein bisschen Sukzessionsprozesse statt. Und ich zoome jetzt praktisch da rein. Ich schaue mir dieses Feld mit der Lupe an und kann mich jetzt über diese Sukzessionsprozesse informieren, kann jetzt diese Sukzessionsprozesse erforschen. Zum Beispiel, welche Arten sind hier Pionierarten und ähnliche Fragestellungen beantworten. Das Ganze funktioniert nur, weil ich immer noch weiß, ich bin in den Tropen, ich habe kurz geschlossene Nährstoffkreisläufe und ich bin in einem Brandrodungswanderfeldbausystem. Meine Randbedingung hat sich also gegenüber den Randbedingungen, die ich für mein erstes Beispiel gewählt habe, erweitert. Das macht nichts. Ich habe etwas in die Randbedingung verschoben, das ich jetzt nicht mehr explizit betrachte. Ich kann mir jetzt aber alle Rückkopplungen und Prozesse innerhalb dieses Sukzessionsfelds anschauen. In die andere Richtung funktioniert das Zoomen natürlich auch. Ich kann mir auch einen Raumausschnitt definieren, indem ich einen kleinen Maßstab anlege. Dieser kleine Maßstab führt dazu, dass mein ursprünglicher Raumausschnitt mit dem Ort und den Feldern nur noch symbolhaft dargestellt werden kann. Ich weiß noch, hier ist eine Ortschaft, hier sind Felder drumherum, hier findet Brandrodungswanderfeldbau statt, aber ich sehe jetzt auf einmal auch größere Orte irgendwo, vielleicht einen, vielleicht zwei, und diese größeren Orte, die stehen nicht für sich im Raum neben unserer Ortschaft, in der der Wanderfeldbau betrieben wird, sondern die stehen in gegenseitigen Abhängigkeiten, zum Beispiel mit Blick auf die Lieferung von Nahrungsmitteln. Und so kann ich mir je nach Betrachtungsweise, je nach Detailgrad, je nach Fragestellung, die mich gerade interessiert, einen Raumausschnitt auswählen, indem ich immer innerhalb des Raumes die Orte darstelle, die ich benötige, um meinen Prozess, der mich interessiert, um mein Phänomen explizit zu beschreiben und den Rest dieses Raumausschnitts kann ich in meine Randbedingungen stecken. Und damit ein Modell definieren, in dem ich einen expliziten Teil habe und einen impliziten. Rückkopplungen kann ich mir hier nur im expliziten Teil anschauen, aber wenn mich ein Detail hier oder auch ein Detail in einem dieser größeren Orte interessiert, dann kann ich da auch einfach reinzoomen. Illustrieren wir das Konzept einmal mit Hilfe von Google Earth. Wir sind hier im Kongo-Becken, wir sehen hier eine Siedlungsstruktur entlang der Straße. Wir sehen hier Waldflächen und in diesen unterschiedlichen Grüntönen erkennen wir schon, dass wir unterschiedliche Sukzessionsformen gerade im Wald haben. Und wir sehen hier einzelne Rodungsflächen, auf denen vielleicht gerade Ackerbau betrieben wird. Insgesamt illustriert das das Konzept des Brandrodungswanderfeldbaus. Wir haben Flächen, auf denen gerade Anbau stattfindet, die gerodet worden sind. Und wir haben dazwischen auch Sukzessionsflächen, bei denen der Wald gerade nachwächst. Nutzen wir jetzt unser Konzept von Ort, von Raum und von Maßstab.
dann wären das hier unsere Orte, die wir gerade betrachten. Ein Ort, der Wald, Felder, unterschiedliche Sukzessionsstadien und eine Siedlung zeigt, in einem Raumausschnitt, den wir hier durch unseren Maßstab definiert haben und der uns explizit die Betrachtung erlaubt, Siedlungsstrukturen, Felder und Sukzessionsflächen. Wenn uns die Felder jetzt besonders interessieren, dann machen wir die Feldgrenzen praktisch zu den Grenzen unseres Raums. Wir verändern den Maßstab, wir zoomen hinein, bis wir das Feld in seiner vollen Größe vor uns sehen, bis wir das Feld jetzt in Details untersuchen können, auf Kosten dessen, dass wir jetzt weder die Siedlung noch die Sukzessionsflächen drumherum sehen, aber die haben wir in eine Randbedingung verschoben. Wir wissen, dass sie noch da sind. Umgekehrt können wir natürlich auch auf eine beliebige Sukzessionsfläche hier hineinzoomen, um uns Prozesse auf dieser Sukzessionsfläche anzuschauen. Dann wird die Sukzessionsfläche unser Ort. Unser Raum ist gekennzeichnet durch einen Maßstab, der diese Sukzessionsfläche explizit untersuchbar macht. Wir können das Ganze aber auch in einem wirtschaftlichen Kontext sehen, indem wir jetzt herauszoomen, also einen sehr großen Raumausschnitt wählen, und dann ist unser Ort des Brandrodungswanderfeldbaus auf einmal nur noch diese Region hier. Wir können nicht mehr ins Detail schauen, aber wir wissen ja, dass hier Brandrodungswanderfeldbau passiert. Und wir sehen hier Kinshasi und ein Wirtschaftszentrum in der Nähe, das einen entsprechenden Druck aufbaut auf Nahrungsmittelproduktion und damit auch dazu beiträgt, dass immer kürzere Zeitabschnitte zwischen erneuten Rodungen auch in diesen eigentlich nachhaltigen Zyklenwirtschaften entstehen.